Für Operationen an Nieren oder an der Prostata werden immer häufiger Roboter eingesetzt. Auf einem Symposium in Würzburg haben Urologen aus ganz Europa in Live-OPs aktuelle Techniken vorgestellt. Der Operateur steuert Roboterarme und überwacht den Eingriff über einen Monitor. Da Vinci heißt das System. Ärzte können damit noch präziser arbeiten und Komplikationen vermeiden. Beispiel Prostata. Bislang war der Eingriff häufig mit dem Verlust der Potenz verbunden. Manche Patienten hatten ihr Leben lang danach Probleme mit dem Wasserlassen. Da Vinci schont kleine Nerven und Blutgefäße. Das Gerät braucht nur ein paar kleine Löcher und die OP verläuft fast unblutig. Es kommt eigentlich aus dem Militärbereich. Die USA wollten damit Soldaten praktisch an der Frontlinie operieren, während der Chirurg vielleicht zu Hause sitzt oder hinter der Frontlinie und diesen Apparat fernsteuert. Es ist momentan schon möglich. Die missionsärztliche Klinik in Würzburg hat sich in den letzten Jahren als Zentrum für diese OP-Technik etabliert. Die Anschaffung von Da Vinci kostet rund 1,5 Millionen Euro. Trotzdem muss der Patient nicht zuzahlen. Das System rechnet sich durch kürzere OP-Zeiten. Zudem können die meisten Patienten dadurch auch frühzeitiger entlassen werden.